Zuschauer, heute fahre ich mit Ihnen nach En-Kerem, einem wunderschönen malerischen Vorort von Jerusalem. Es ist die Geburtsstadt von Johannes dem Täufer. Seine Eltern, Elisabeth und Zacharias, waren gottesfürchtige Leute, die das Reich Gottes erwarteten. Das heißt, sie warteten auf den Messias. Ich treffe dort auf eine sehr interessante Persönlichkeit, die einen engen Bezug zum Holocaust hat, zu der messianischen Bewegung und zu der ersten protestantischen Kirche im gesamten Orient. Benjamin, du bist 1941 in New York geboren, und zwar in einer orthodoxen jüdischen Familie. Warst in der Yeshiva, hast alles gelernt, doch irgendwann gab es für dich einen Wendepunkt, wo du dir viele Fragen gestellt hast. Wie kam es dazu? Ja, ich denke, dass das ganz, man kann sagen, ganz normal ist bei jüdische Menschen, die irgendwie verbunden sind mit dem Holocaust, dass sie Fragen stellen, und das habe ich getan, über Gott. Wo war Gott? Wie konnte das geschehen? Existiert überhaupt dieser Gott? Ein großer Teil deiner Familie wurde in Auschwitz ermordet. Meine Großeltern, mutterseits, beide Eltern, ihre Schwester, ihr Bruder, und die Schwester hatte zwei kleine Kinder, die sind alle umgekommen. 1942 waren sie deportiert nach Auschwitz von Drancy, weil sie wollten hinein in die Schweiz. Und als sie zur Schweizer Grenze gekommen sind, haben die Schweizer sie überliefert zu den Deutschen. Und von dort hat man sie nach Drancy genommen. Das war ein Konzentrationslager in Frankreich. Und von dort hat man viele Juden deportiert nach Auschwitz. Wir haben schon diesen Verdacht gehabt, dass sie in Auschwitz umgekommen sind. Aber dann habe ich es wirklich hier in Yad Vashem gefunden. Und von meinem Onkel, der vielleicht 17 Jahre alt war damals, als ich Auschwitz besucht habe, da gab es diese ganze Liste von Menschen. Und ich habe ihm auch gefunden, dass man ihn dort vernichtet hat.
Und das hat auch dazu gedient, dass ich einfach habe mich entfernt vom Glauben an Gott. Wir sind ja jetzt hier in diesem schönen Gebetsinnenhof der Christ Church und du leitest hier eine messianische Gemeinde. Ja, also ich leite diese Gemeinde zusammen mit meinem Bruder. Es gibt zwei Pastoren in dieser Gemeinde. Ich bin hier gekommen, weil ich hörte, etwas hat hier angefangen und dann hat man mich eingeladen, eine Gemeinde hier zu gründen. Und dann haben wir erst später erlebt und gehört, dass diese Kirche eigentlich gegründet war von Engländern, die eine prophetische Sicht gehabt haben für die Wiederherstellung Israels und auch die Wiederherstellung der Urgemeinde. Und deshalb besteht diese Kirche hier. Und so verstanden wir erst viel später, dass wir irgendwie verbunden sind mit was im 19. Jahrhundert hier geschehen ist und dass wir Nachfolger sind von diesen Christen, die damals eine hebräische Gemeinde hier schon 1842 gegründet haben. Wie ist das heute in deiner Gemeinde? Kommen da nur Juden? Wie muss man das verstehen? Nein, wir verstehen, dass was Paulus uns sagt im Römerbrief und Kapitel 11. Der edle Ölbaum, das ist das messianische Israel, würde ich sagen. Das geht schon zurück zu Abraham, weil Abraham hatte schon eine messianische Sicht. Als Gott ihm die Verheißung gegeben hat, hat er schon gesehen irgendwie im Geist, was die Zukunft Israel ist. Und deshalb kann man sagen, Abraham war messianisch. Jesus sagt über Abraham, Abraham hat meinen Tag schon gesehen. So, in dieser Sicht, also das ist das messianische Israel und innerhalb dieses Volk sind die Nationen eingepfropft in den edlen Ölbaum Israels oder messianisches Israel. Deshalb in unserer Gemeinde heute, die meisten sind Juden in der Gemeinde, aber wir haben auch viele, die aus den Nationen kommen. Benjamin, wir sind jetzt hier in dieser außergewöhnlichen Christ Church, der ersten protestantischen Kirche im gesamten Orient. Den Grundstein für diese Kirche hat ein Deutscher gelegt, Michael Solomon Alexander. Kannst du uns darüber etwas sagen? Ja, also Michael Solomon Alexander war ursprünglich ein Rabbiner. Und er hat emigriert von Deutschland nach England und dort hat er in England praktiziert als Rabbiner. Er kam in Verbindung mit dieser London Jews Gesellschaft. Die hatten eine Vision für die Wiederherstellung Israels schon damals und auch für die Wiederherstellung der Urgemeinde, kann man sagen, die eine jüdische Gemeinde war, von der wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Und die haben ihm erzählt über Jesus und das Evangelium. Und er ist zum Glauben an Jesus gekommen.
Und er hat sich eingegliedert in die anglikanische Kirche und nach einer Zeit ist er zum Bischof geworden. Und sie haben ihn nach Palästina geschickt. 1842 kam er an hier in Jerusalem. Und er hatte diese Vision für Juden, die an Jesus glauben, und hat das anglikanische Gebetsbuch übersetzt in der hebräischen Sprache. Und da haben sie hier in der Altstadt evangelisiert. Und sicher gab es viele Spannungen damals, wie es noch heute gibt. Und die Juden waren sehr, sehr vorsichtig. Aber sie haben auch erlebt, dass diese Christen eine Liebe für sie gehabt haben. Das war das erste Mal, dass es Christen gegeben hat, die haben ein Krankenhaus aufgemacht für Juden, die haben eine Schreinerei aufgemacht und auch Landwirtschaft, einfach diese Leute zu helfen. Und da gab es diese Spannung, sie sind Freunde, aber sie evangelisieren uns. Aber für ihn war es wichtig, eine jüdische Gemeinde zu haben, die auch gebetet hat in der hebräischen Sprache. Und so haben sie den Gottesdienst schon damals gehabt in der hebräischen Sprache. Alles der Gottesdienst war in Hebräisch und die Sicht war die Wiederherstellung der Urgemeinde in Jerusalem. Sie wollten eine Brücke schlagen zwischen die moderne Zeit und die Anfänge, von denen wir lesen in der Apostelgeschichte. Was ich sehr interessant finde hier in dieser Christchurch, das sind die Ornamente in den Fenstern. Und ich sehe hier oben einen Olivenbaum mit hebräischem Text. Ja. Kannst du uns das erklären, was es bedeutet? Ja, also es ist einfach ein Bild von Römer 11, wo Paulus zu der Gemeinde in Rom sagt, wo es schon Schwierigkeiten gegeben hat oder Spannung zwischen den Juden und den Nichtjuden in der Gemeinde. Paulus erklärt zu den Nichtjuden, dass sie eingepfropft sind in den edlen Ölbaum Israels und dass der Ölbaum sie trägt und nicht umgekehrt. Und dass es überhaupt nicht richtig ist, eine Trennung zu machen zwischen die Juden und die Nichtjuden innerhalb der Gemeinde. Und dann gibt er eine weitere Erklärung und sagt, dass manche Ästen sind abgebrochen von den edlen Ölbaum. Das waren die Juden, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und Gott hat von einem wilden Ölbaum, das sind alle die aus den Nationen, Gott hat von einem wilden Ölbaum genommen und hat sie eingepfropft in den edlen Ölbaum, sodass die Einheit der gesamte Christenheit sich befindet innerhalb den edlen Ölbaum. Das haben die Apostel verstanden. Das ist leider verloren gegangen in der ganzen Kirchengeschichte. Und diese Bilder hier zeigen das, weil man sieht ein Kreuz auf den Ölbaum und man sieht eine Menorah auf den Ölbaum. Und das bedeutet, die zwei Teile der Menschheit kommen zusammen in den einen Ölbaum. Erzähl uns doch mal, wie war das für dich, als du dich abgewendet hast vom Glauben, eben aus Gründen der Shoah, und irgendwann hattest du dann ein spirituelles Erlebnis, oder wie war das für dich, dass du wieder zum Glauben zurückgekommen bist? Gut, ich war ganz weit weg vom Glauben und es war in der Zeit, wo ich in Dänemark als Architekt gearbeitet habe. Und eines Tages kam ich nach Hause. Und ich war ganz alleine und ich las eine Zeitung. Und dann plötzlich kam mir der Gedanke, du glaubst an überhaupt nichts mehr. Und etwas stimmt nicht mit dir. Das habe ich zu mir selbst gesagt. Und als ich dort saß, plötzlich in der Ecke, hatte ich den Eindruck, jemand ist da. Ich habe nichts gesehen, ich hatte keine Vision. Aber ich habe eine Gegenwart erlebt, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und ich wusste, es ist nicht etwas Psychisches, sondern es geschieht.
Weil es war etwas ganz Reines und ich habe verstanden, es kommt aus einer anderen Welt. Und dann war es, als ob diese Gegenwart immer näher zu mir gekommen ist und es hat mich erschrocken. Und dann hatte ich ich habe nichts gesehen, aber ich hatte so den Eindruck, dass jemand einen Schlüssel nimmt, steckt es hinein in mein Herz, dreht den Schlüssel und eine Tür geht auf. Und dass diese Gegenwart hineingeflossen ist in meinen Herzen. Und ich fing an zu weinen und sagte zu mir selbst, warum weinst du überhaupt? Ich habe nicht verstanden, was passiert. Und dann habe ich die Stimme Gottes gehört. Also ich habe es von innen gehört, aber es war, als ob es das ganze Universum erfüllt hat. Und Gott sagte zu mir, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich bin dein Gott. Und für mich ist nichts verborgen über dein Leben. Dein Leben ist wie ein offenes Buch für mich. Und dann kam ein Augenblick, wo ich hörte auf Hebräisch den Namen Yeshua. Ich hatte niemals das Neue Testament gelesen, hatte keine christlichen Freunde. Aber in dem Augenblick, wo ich den Namen gehört habe, habe ich gewusst, das ist Jesus. Und er ist unser Messias und unser Gott. In einem Augenblick ist das passiert. Und nach diesem Erlebnis habe ich angefangen, es zu teilen mit manchen von meinen Freunden. Und sie haben gedacht, ich bin verrückt geworden. Weil ich war so weit entfernt. So sie dachten, jetzt, das ist zu viel, du musst zurückfinden, zu wo du warst. Aber ich habe gewusst, nein, ich weiß nicht, was das bedeutet in meinem Leben, aber ich weiß, Gott hat mich begegnet und irgendwie ruft er mich. Dann habe ich ein kleines Neues Testament gefunden und habe angefangen zu lesen im Neuen Testament. Und das Wunder, das geschah, ist, ich habe sofort geglaubt an was ich lese. Und ich sagte zu mir selbst, du hättest niemals an das geglaubt. Du hättest gesagt, das sind Legenden, das stimmt überhaupt nicht. Aber sofort bekam ich den Glaube am Wort Gottes. Und ich habe verstanden, Gott hat etwas in mir getan. Er hat mir Glaube geschenkt, das ich vorher nicht gehabt habe. Und dann dachte ich, ich muss anfangen im Alten Testament. Ich muss sehen, gibt es irgendwie einen Beweis, dass im Alten Testament, dass das, was geschrieben steht im Neuen Testament, dass es eine Bestätigung ist. Und habe angefangen zu lesen und habe wirklich durch den Geist Gottes Jesus im Alten Testament gefunden, ohne dass jemand mir erzählt hat, diese Schrift redet über den Messias. Ich habe es einfach erlebt. Und dann dachte ich, ich muss eine Kirche besuchen, zu sehen, was ist das? Und ich ging in eine normale dänische Landeskirche. Das heißt, du warst bis dato noch nie in einer Kirche? Nein. Und du hattest auch mit keinem Christen Kontakt? Keinen Christen. Und ich habe auch den Gedanken gehabt damals, gibt es Christen, die glauben, so wie ich glaube, dass Jesus lebt? Das war eine Frage für mich. Und das war meine Erfahrung. Und von dieser Zeit an habe ich gesagt, ich erzähle keinen über meinen Glauben, weil man hat gedacht, ich bin verrückt geworden. ...1970 dachte ich, ich will nach Israel gehen, um die heiligen Stätten zu besuchen, wo Jesus war. 1958 war ich das erste Mal hier. Das zweite Mal war vor dem 6-Tage-Krieg. Und damals habe ich gedacht, ich komme niemals zurück hier. Ich könnte niemals hier leben. Aber als ich zu 1970 gekommen bin, hatte ich wirklich ein ganz gewaltiges Erlebnis. Weil ich konnte niemals in die Altstadt hinein. Weil vor 67 konnte ich als Jude nicht zur Altstadt.
Und jetzt war die Tür offen und ich habe die Altstadt gesehen und hatte sofort den Eindruck, Gott macht jetzt wieder Geschichte mit das jüdische Volk. Das war mein Eindruck. Er macht wieder Geschichte. Die Geschichte, die damals aufgehört hat mit uns, es gibt eine Fortsetzung. Benjamin, du kamst 1971 nach Israel. Wie sah die messianische Bewegung zu dieser Zeit aus? Hier in Jerusalem, so wie ich mich erinnern kann, gab es vielleicht ein oder zwei kleine messianische Gemeinden und ganz wenige Juden, die wirklich an Jesus geglaubt haben. Aber wir wussten, wie Gott uns gerufen hat, dass Gott etwas Neues anfängt hier in diesem Land. Und ich kann bezeugen, dass wir das in all diesen Jahren, wir haben es erlebt. Wir haben es erlebt. Die messianische Gemeinde ist sehr, sehr, sehr gewachsen in den letzten Jahren hier in Israel. Was bedeutet das messianische Gemeinde? Messianische Gemeinde, um das zu verstehen, müssen wir zurückschauen in der Apostelgeschichte. Weil viele Christen haben das schon vergessen, dass die Geburt der Gemeinde war hier in Jerusalem. Und die Mitglieder, die erste Gemeinde, das waren alle Juden. Man hat noch nicht verstanden, die Universalität der Gemeinde Gottes. Sie haben einfach verstanden, Jesus ist der verheißene Messias Israels und wir sind seine erste Gemeinde hier in Jerusalem. Das war die messianische Gemeinde. Diese Gemeinde ist durch diese komplizierte Kirchengeschichte verschwunden. Und jetzt erleben wir mit der Gründung der Stadt Israel, die Wiedergeburt Israel als Nation, erleben wir die Wiedergeburt, was man kann vergleichen zur Urgemeinde. Wir schlagen eine Brücke zurück zur Urgemeinde. Und das ist die messianische Gemeinde. Wir sind einfach Juden, die an Jesus glauben, an Jeshua glauben. Das ist die prophetische Verheißung für dieses Volk. Und die Nichtjuden sind erst später dazugekommen und haben verstanden, dass sie eingepfropft sind in einen edlen Ölbaum. Sie waren sozusagen wilde Äste und Gott hat sie genommen und hat sie dann in diesen edlen Ölbaum. Aber die Frage ist, was bedeutet der edle Ölbaum? Der edle Ölbaum ist das messianische Israel. In das normale Denken heute denkt man, wenn ein Jude an Jesus glaubt, dann wird er zu ein Christ und gehört nicht mehr zum jüdischen Volk. Und es ist gerade das Gegenteil. Wenn ein Jude heute an Jesus glaubt, kommt er sozusagen nach Hause zu seinem Gott und zu seinem Messias. Und die Nichtjuden haben Anteil an dieser Verheißung, dass Gott an erster Stelle Israel gegeben hat. Benjamin, du hast einmal gesagt, ich darf dich zitieren, jetzt leben wir in einer Zeit, wo Gott sich wieder in Richtung Jerusalem wendet, auch wenn dies für viele Menschen noch nicht klar ist. Was meinst du damit? Ich meine, die Menschen schauen Israel an von einer politischen Brille, kann man sagen. Und sicher spielt die Politik eine Rolle, aber es geht nicht um die Politik, es geht um den Plan Gottes und es geht um das prophetische Wort. Und Gott hat verheißen, ganz deutlich, wenn man in Zechariah, den Prophet Zechariah lesen, er wird Jerusalem wieder erwählen. Was bedeutet es, dass Gott Jerusalem wieder erwählt? Es bedeutet, dass Jerusalem lag in den Schatten für fast 2000 Jahre. Und wenn Gott Jerusalem wieder erwählt, bedeutet es, dass das Volk der Juden zurückkommt in ihr Land, dass Jerusalem zur Hauptstadt Israel wird, weil es war immer die Hauptstadt Israel, und dass das Haus Gottes in Jerusalem wieder hergestellt wird. Was ist das Haus Gottes? Hauptsächlich ist das Haus Gottes das Haus, das gebaut ist aus lebendigen Steinen. Und das ist
das, was wir nennen die Kirche oder die Gemeinde. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Du bist jetzt 35 Jahre hier der Leiter, einer der Pioniere und Väter der messianischen Bewegung. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass das Haus Gottes hier in Jerusalem wieder gebaut wird, aus lebendigen Steinen, erfüllt mit dem Geist Gottes, und dass auch das eine Auswirkung haben wird für Erweckung hier im Lande, und dass auch mehrere und mehrere Christen werden verstehen, durch das die Wiederherstellung stattfindet hier, werden sie begreifen, von wo sie kommen. Und es wird dazu dienen, die Christenheit zu vereinigen, vor dass Jesus wiederkommt. Also die, was wir nennen die Brautgemeinde, die Gemeinde der echten Gläubigen, die wirklich Jesus lieb haben, dass alle diese Mauern, die die Christen trennen, fallen werden und solche, die wirklich den Herr lieben, zusammenfinden. Und ich denke, Jerusalem wird ein Mittelpunkt sein, alle zusammenzubringen. Zuschauer, ist es nicht interessant, dass Benjamin Berger ohne menschliches Einwirken eine spirituelle, göttliche Erfahrung machte, die ihn dann auch noch hierher nach Jerusalem brachte. Jerusalem, die Stadt, in der für Juden und Nichtjuden die große Glaubensgeschichte begann. Hier in der Christ Church feiert Benjamin Berger mit der messianischen Gemeinde am Schabbat seine Gottesdienste. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie wieder mal in Jerusalem sind, besuchen Sie doch mal die messianische Gemeinde hier an einem Schabbat. Er findet immer morgens, Samstagmorgens um 10:30 statt. Ich darf mich heute von Ihnen aus Jerusalem verabschieden, hier aus der Christ Church. Mit einem herzlichen Shalom.